Moin Moin, heiße ich euch alle. Ja, und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir mit dem FC Barcelona und heute spielen wir gegen Lazio Rom. Wenn ihr jetzt denkt da oben, wieso sind die Punkte auf einmal so niedrig? Vorhin hattest du doch noch so viele. Liegt daran, dass ich es ein bisschen voraufnehme, aber ich denke mal, das passt schon. Also, heute spielen wir gegen Lazio in Rom. Unser Torschütze, unser Top-Torschütze ist der Lionel Messi, der aktuelle beste Scorer der Liga ist. Überraschung, Überraschung, Oscar auf Platz 1 mit Isco. Und auch Felipe Andresson. Anderson. Ja, allesamt auf 1. Dementsprechend könnte es natürlich jetzt heute gefährlich werden. Also unser Gegner jetzt nicht gerade ungefährlich mit dem Sturm. Mit dem einer der besten Torschützen der Liga. So, wir spielen wieder mit unserem Auswärtsdress. Also das kennen wir ja mittlerweile in Orange. Und spielen in Rom. So. Jo. Manchester City gegen Manchester United. Vielleicht das Topspiel des Spieltages. Ich weiß es nicht. Theoretisch schon, praktisch gesehen nicht. Denn wir haben ja noch andere interessante Spiele dabei. Aber da wollen wir ja nicht so ganz oft drauf eingehen. So, Rafinha dieses Mal Kapitän, ungewöhnlich. Normalerweise könnte das eine Messi dann machen. Aber hey, bei mir nicht. Bei mir gibt es auch mal andere Spieler, die auch mal sowas machen dürfen. Wie Kapitänsbinde oder... Was weiß ich. So. Wow, das war jetzt aber ganz schön tricky. Das auch. Das war jetzt aber hier extrem tricky, oder? Wow, also wenn ich das jetzt hier hinkriege, Respekt. Ja, vielleicht zeitlich war das jetzt nicht so toll, aber ganz ehrlich, ja, ich habe sogar weniger Punkte als damals, aber hey, das auf einem Schwung ist doch, ja, ist doch schön, 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 schön. Gut, also wir spielen nun gegen Lazio Rom. Wir hatten ja schon in der letzten Saison hier in Rom Riesenprobleme, ja, mit dem AS Rom sowie mit Lazio Rom. Das waren schon enge Dinger. Aber ich glaube, so mit dem engen Höschen, dass wir hier einen Abschluss 1:0 gewinnen, ich glaube, das würde hier kaum jemanden stören. Also uns zumindest hier, glaube ich, gar nicht. Wir haben im letzten Spiel gegen den FC Schalke 04, falls sich der ein oder andere nicht mehr dran erinnern können, 3:0 gewonnen. Das Spiel, ja, sagen wir so, in der ersten Halbzeit ist es entschieden gewesen, in der zweiten Halbzeit war es eher schwach. Und ich hoffe mal, dass die zweite Halbzeit sich jetzt nicht hier darauf auswirkt, auf dieses Spiel. So, Schiedsrichter kommt heute aus Polen. Die Tabelle sagt im Endeffekt, dass wir auf Platz 6 sind. Wir können nach oben kommen. Können, müssen es aber nicht. So, auf der anderen Seite sehen wir, Miroslav Klose ist nämlich nicht von Anfang an dabei. Das könnte vielleicht eventuell ein Grund sein. Aber der zentrale Stürmer von Lazio, den kennt ihr, den kennen wir alle. Den haben wir nämlich bei Ultimate Team in den Sturm gesetzt gehabt. Der da ein oder andere Tor schon verantwortlich gewesen. Hatten wir ja unseren italienischen Sturm mit zwei Italienern vorne. Naja. Aber wie wir alle jetzt wissen, im Endeffekt, ne, Challenge ist Challenge und damit willkommen gegen Lazio Rom. Ja, einige haben auch schon gemeint zu mir, das wäre cool, wenn ich einfach nur das Spiel machen würde und den ganzen anderen Firlefanz, der da drumrum ist, einfach mal komplett rausschmeißen sollte. Nee, ich sag mal so, es ist ja jetzt hier nicht only Gameplay-like und es gab ja auch schon andere Wünsche, dass ich einfach wirklich nur Gameplay mache, also hier nicht kommentieren kann und dann auch machen und spielen kann, wann ich auch immer möchte. Weil es ja oft der Fall ist, dass ich ja immer mich dann beschwere, so von wegen Tonaufnahmen ist ja auch schwierig und zeitlich passt das alles nicht. Aber hey, wenn ich dann, weiß ich nicht, auf der Arbeit dann spiele, wo ich mir so denke, so, ist richtig, ne? Ist richtig. Also der Tabellenführer führt gegen Ajax mit 1:0. Ne?
Weil als Buchhalter machst du ja eh kaum was. Ist richtig. Also man darf das nie unterschätzen. Na, man muss da schon ganz schön helle sein. Weil manche echt sehr dreist sind. Also da sind echt, da gibt es echt so Sachen, das will man eigentlich gar nicht wissen. Wie Leute manchmal dreist sind. Aber hey, dafür ist da irgendjemand da und der macht das schon. So, und jetzt. Das war jetzt nicht gut. Wir müssen jetzt auch mal gucken, wie wir jetzt gegen Lazio Rom hier klarkommen, die ja in der Champions League nicht dabei sind, weil Bayer Leverkusen rausgehauen hat. Bei uns sind sie im Stadionturnier dabei. Haben letzte Saison nicht wirklich irgendeine Rolle gespielt. Also die waren weder oben noch unten. Die haben, ja, die waren einfach dabei in der Liga. Und das war die erste Möglichkeit. Das war die erste Möglichkeit mit einem souveränen Kopfball. So kann man das mal bezeichnen. Unsere Abwehr hat da jetzt relativ mager ausgesehen, aber hey, den Topscorer, den da oben in der Ecke, der wird gut bewacht und das ist die Hauptsache, dass der da bloß nicht an den Ball kommt. Nämlich von Dani Alves, der jetzt am Ball ist. Ja, schöne Flanke. Och, keine gute Abnahme. So, Freistoß für den Gegner. Das war typisch, faul. So. Ist das jetzt für uns oder ist das für den Gegner? Das werden wir jetzt sehen. Für uns. Schon sagen. Ja, ich hoffe natürlich, dass die nächsten Jahre immer mal wieder, neue Stadien dabei sind. Also wir haben ja jetzt auch noch eine Qualifikation zu dem Stadionturnier. Ja, mit Jellyfish, das machen wir. Ups. Machen wir demnächst auch noch. Ich bin mir da nicht so ganz im Klaren, wie das Let's Play dann aussehen wird. Weil es echt schwierig. Ich habe das jetzt auch mit dem Nachrechnen nach von wegen, wir machen das nach dem Stadionturnier. Habe ich das jetzt nachgerechnet, wann ich um Himmels Willen das anfangen will. Aber irgendwie komme ich da auf keinen Nenner. Das ist echt lustig. Also. Aber ich möchte sie auf jeden Fall beide machen. Aber nur eine Saison dann. Wir werden dann mit Ingolstadt eine spielen und mit Newcastle eine. Und es gibt Ecke. So, vielleicht wieder per Standardsituation. Vielleicht können wir das denn jetzt wieder regeln. Nein, können wir nicht. Dieses Mal hat die Standardsituation nicht ausgereicht. Aber vielleicht die hier? Nein, auch nicht. Das war jetzt aber sehr hohen Ball. Also den hat er echt schlecht getroffen. Den hat er echt mies getroffen und den hat er gut getroffen, aber ungenau. Der war leider ein bisschen ungenau. Den hat er super getroffen. Ja, ich denke mal ein paar Zentimeter. Ja, ein paar Zentimeter rüber. Ja, okay, der Keeper hätte den hier. Marchetti hätte den gekriegt. Da braucht man eigentlich auch nicht gerade thematisieren, ob er den nicht gekriegt hätte oder doch. Den hätte er gekriegt. So, aber es deutet sich wieder darauf hin, genauso wie halt die letzten Male immer mal wieder auch. Da hast du natürlich mal eine gute Phase und dann urplötzlich, zack, ist sie wieder weg. So, das gibt keinen Elfmeter. Ja, der geht in Richtung aus. Schade eigentlich. So, ein bisschen Zweikampf. Ein bisschen Zweikampf, nicht brutaler Zweikampf. Oh, Hackentrick. Ja, nein, vielleicht. Oh, gut abgewehrt. Gut abgewehrt. Schöner Hackentrick. Also jetzt machen wir hier Hackespitze 1, 2, 3, aber das bringt auch nichts. Das bringt dir keine Tore. Es reicht unserem Gegner nicht. Also. So. Wir sehen, dass Chelsea führt gegen den AS Rom. Spielen ja gleichzeitig, nämlich im London. Der amtierende Meister führt gegen den AS Rom.
So, Foul, Freistoß für uns. Können wir jetzt nutzen, 45. Minute. Ich würde mal sagen, nach diesem Freistoß ist dann auch Ende Gelände. Möglichkeit. Möglichkeit noch nicht verpufft. Jetzt ist die Möglichkeit verpufft. Jetzt war's das 0-0. Irgendwie kennen wir dieses Ergebnis und irgendwie sollte das in diesem Stadionturnier nicht so oft der Fall sein, aber irgendwie ist es dann doch der Fall so oft und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also da haben wir natürlich, wie erwartet, schon ein schwieriges Spiel dieses Mal wieder. Und es klappt wieder nicht. Aber andersrum, ja, in der Tabelle, die alle oben stehen, führen auch im Grunde genommen, glaube ich, allesamt. Kann nur besser werden. Und ich hoffe auch, dass da gleich bei Barcelona eine 1 steht. Und dass wir dann dieses Spiel nicht unbedingt jetzt souverän gewinnen, sondern einfach mal Arbeitssieg, ein 1-0. Das wird mir schon reichen. Ich weiß euch da draußen nicht, aber mir schon. So, kein Freistoß. Also, Schiedsrichter hat das aber auch schon ganz schön vage hier. Ja, klappt auch nicht so ganz. So, jetzt wird es langsam fehlerhaft. Also, ich denke mal, so sollte es nicht werden. Dass es fehlerhaft wird. Erst recht nicht so! Oh, der Pfosten hilft uns noch! Knappe Sache! Also das ist jetzt sehr knapp. So, wir müssen wechseln. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie irgendwas machen, aber wir müssen jetzt wechseln. Wir müssen jetzt überlegen, was wir denn jetzt überhaupt machen. Ich würde sagen, Messi raus. Es ist total idiotisch, aber es bringt nichts, wenn wir müssen jetzt Stürmer holen. Wir müssen jetzt nach vorne pushen, Stürmer setzen. So, Wechsel. Wir haben nicht gesehen, wer. Der vielleicht bislang gefährlichste Schütze des Gegners geht jetzt. Und bei uns halt Messi verlässt den Platz. Ja, geblockt und Einwurf. Oder Eckball, sogar Eckball. So. So, jetzt müssen wir erstmal hier diesen Eckball abwehren. So. Nein. So, und dann auf Konter jetzt setzen, weil ich glaube, das bringt jetzt ein bisschen was. Dann sollen wir den Gegner ein bisschen auskontern, weil eben diese Gefährlichkeit vielleicht eventuell sowas bringt, wenn wir den ein bisschen auskontern. Natürlich bei Kontern ist das auch so, dass manchmal diese Zweikämpfe echt schlecht sind. Wechsel, Miroslav Klose kommt jetzt ins Spiel. Also, neuer Stürmer, die haben jetzt auch genau dieselbe Taktik. Hau weg. Oh, gefährlich. Kann ganz gefährlich werden. In die Mitte und dann führt Lautzo. Cambrera trifft und das ist natürlich ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Und Lazio führt. Und das auch verdient. Wenn man das so sagen darf. Also, so darfst du das nicht machen. So, jetzt heißt es natürlich nach vorne werfen. Es bringt nichts. Also wir müssen jetzt nach vorne spielen. Wir haben jetzt sogar einen anderen Stürmer drin. Und der Schiedsrichter will uns und kann uns hier keine irgendwelche Sonderoption geben bislang. Keine Freistöße oder irgendwie andere Optionen, die uns eventuell helfen, aber so darf's auch nicht sein. Das darf es auch nicht sein. So, nochmal das Tor hier in Wiederholung. Ja, ich zeige ja mal wieder gerne meine Tore, aber die gegnerischen nie.
haben wir auch gesagt, kann daran liegen, dass ich vielleicht eventuell nicht darauf so plädiere, so es positiv finde, so ein Gegentor zu sehen. Ja, und jetzt perfektes Doppelpassspiel. Jetzt geht er gleich in die Mitte. Aber dann ist es dieses klassische Syndrom, was ich immer mal wieder habe gegen italienische Teams. Kann ich irgendwie einfach nicht so gut spielen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist da der Wurm drin, ne? Jetzt aber. Ey, das kotzt mich gerade tierisch an. Glaubt ihr mir das? Ich glaube dann, dass ich doch nochmal dann als nächstes Ultimate Team spiele. Und zwar nicht mehr mit Barcelona. Nächster Wechsel, den drücke ich jetzt einfach vor. Mauri kommt rein. Weil ich denke schon fast, dass ich, wenn ich jetzt hier zwei Partien in Folge mit Barcelona spiele, es dann immer katastrophal aussieht. Also es ist eine Katastrophe. Ja, immer mal wieder, ne? Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Weil ich glaube, nach dem Sieg gegen Schalke, da haben wir uns alle eigentlich gedacht, so von wegen, jetzt ist die Wende passiert, jetzt klappt das. Jetzt geht's aufwärts und irgendwie geht es jetzt eher abwärts. Also das ist unsere erste Niederlage in dieser Saison. Sie ist zwar noch nicht besiegelt. Nein, da können wir noch dringend was ändern, aber so sicher nicht. Es ist echt schwach, was wir hier zusammenspielen. Weil auch nichts passt. Gar nichts passt. Chelsea führt 4-1. So, jetzt aber, jawohl, Ausgleich! Schnell, schnell, schnell! Ist mir völlig egal! Ausgleich, Suarez! Und jetzt mach mal! Jetzt holen wir zumindest einen Punkt schon mal! Sah der Keeper jetzt auch nicht so dolle aus, aber hey! Punkt! Geholt bislang! Noch ist alles offen. 2 Minuten haben wir noch. Na, das sollte ein Pass werden, ne? Das ist bitter. So. Ah. Wird's doch unentschieden. Ja, es bleibt beim Unentschieden 1-1, aber hey, ich sag mal so viel. Wir hätten jetzt hier eigentlich auch verloren, aber unentschieden, Punkt geholt gegen Rom. Ja, ist auch nicht das Tollste, ist wirklich absolut nicht das Tollste. Aber ich weiß zumindest, dass ich nicht 2 Spiele hintereinander mit Barcelona spielen sollte, damit ihr jetzt so denkt, so, hä, ja, so sieht's aus. Also irgendwie war da jetzt das jetzt nicht so pralle, das Spiel für mich. Das war ja... Nee, ein Punkt geholt ist besser als keinen, wenigstens sind wir weiterhin ohne Niederlage. Auch wenn das echt nicht gut aussieht. Aber okay. So, denn in der Tabelle sieht es so aus, wir sind auf Platz 7 jetzt wieder und haben ein wenig Abstand auf den ersten, nämlich auf Real Madrid, 5 Punkte mittlerweile. 4 Gegentore, das ist auch nicht gerade viel. Aber andersrum, ne, es muss natürlich was passieren, dass wir jetzt nach oben gelangen. Andersrum, Lazio auf Platz 13. Die haben jetzt ihr zweites Unentschieden. Also, die haben wahrscheinlich auch nicht viel gewonnen. Unser nächster Gegner ist Borussia Dortmund. Davor habe ich jetzt schon Angst. Weil ihr könnt euch noch schwach erinnern, das letzte Spiel gegen Dortmund mit Ingolstadt. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, wie es ausgegangen ist. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, nämlich gegen Borussia Dortmund. Dann am Mittwoch wieder. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao, ciao.